Das ist Frau Dr. Sarah Janssen. Sie ist 35 und eine brillante Internistin, obwohl sie erst kürzlich ihre Facharztausbildung abgeschlossen hat. Sie liebt ihren Beruf. Und das ist Sarah, ihr Mann Mark und ihr zweijähriger Sohn Tim. Sie liebt ihre Familie, die gemeinsamen Urlaube und ihre Shoppingwochenenden mit ihren besten Freundinnen. Leider hat Sarah deutlich mehr Energie und Ideen als Zeit oder Geld. Doch eines hat sie schon lange fest im Blick, ihre eigene Praxis. Vor allem, weil sie lieber selbstbestimmt arbeiten möchte und weil sie durch den Schichtdienst zu wenig Zeit mit Tim verbringen kann. Natürlich verspricht sie sich auch mehr Geld. Sarah ist die Hauptverdienerin, aber auch ihr Mann verdient als Lehrer nicht schlecht. Trotzdem haben sie bislang noch kein nennenswertes Vermögen aufgebaut. Und die Drei-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum entspricht schon lange nicht mehr den gestiegenen Bedürfnissen. Ihre Niederlassungspläne sind schon recht konkret, die Wunschpraxis bereits ausgewählt. Und auch das Eigenheim ist in den Vorstellungen schon fast bezugsfertig. Spätestens wenn Tim eingeschult wird, steht der Umzug an. Die Frage ist nur, wie sie sich den finanziellen Spielraum beibehalten, wenn Sarah ihre Niederlassung finanzieren muss. Praxis- und Eigenheimfinanzierung werden mit mindestens 500.000 Euro zu Buche schlagen. Wie sollen sie das stemmen? Sie brauchen ein Konzept. Und eine professionelle Beratung durch einen ausgewiesenen Niederlassungsspezialisten. Da kommt für Sarah nur ein Berater der Deutschen Ärztefinanz in Frage. Bei einem gemeinsamen Termin erörtert er die Ziele und Wünsche der jungen Familie. Neben Sarahs Praxis und dem Eigenheim kommt kurz- bis langfristig eine ganze Menge zusammen. Wichtig ist ihnen vor allem eine gute Ausbildung für Tim, aber auch tolle Reisen möchten sie sich künftig noch gönnen. Für Neuanschaffungen soll etwas übrig bleiben und natürlich möchten sie später nach dem Berufsleben nicht unbedingt kürzer treten. Klar, wer viel arbeitet, der will sein Leben auch in vollen Zügen genießen. Um die Einkommenssituation der Familie deutlich zu verbessern, ist aber erst einmal die Niederlassung an der Reihe. Sarah erfährt, dass die Zinsen, welche sie für die Finanzierung ihrer Praxis aufwenden muss, als betriebliche Ausgaben steuerlich absetzbar sind, anders als bei der Eigenheimfinanzierung. Sie will mehr darüber wissen. Dazu zeichnet der Berater ein Stück weit Sarahs Zukunft. Angenommen, sie erwirtschaftet mit ihrer Praxis 300.000 Euro im Jahr. Abzüglich der üblichen Betriebskosten wie Mitarbeitergehälter und Miete bleibt Sarah ein Überschuss von ca. 150.000 Euro, von dem sie ihre Raten für Praxis und Eigenheim sowie Steuern bezahlt. Schließlich bleiben Sarah 70.000 Euro, von denen sie auch noch Sozialabgaben bezahlen muss, also zum Beispiel Renten- und Krankenversicherungsbeiträge. Ernüchternd. Wären da nicht die gewerblichen Zinsen, die das zu versteuernde Einkommen reduzieren und somit für mehr Liquidität einerseits und für eine geringere Steuerbelastung andererseits sorgen? Der Staat fördert Sarahs Niederlassungsvorhaben also nicht unbeachtlich. In welcher Höhe die Förderung ausfällt, hängt von der Finanzierungsform ab. Bei einem klassischen Annuitäten- oder Tilgungsdarlehen über 15 Jahre wird das Darlehen monatlich getilgt, wodurch die Möglichkeit des Schuldzinsenabzugs kontinuierlich sinkt und damit auch die Steuerersparnis. Ist der Kredit vollständig getilgt, kann überhaupt keine Steuerersparnis mehr aus der Praxisfinanzierung realisiert werden. Um den Steuervorteil zu erhalten, bietet es sich also an, das Praxisdarlehen nicht direkt zu tilgen, sondern die Tilgungsrate für eine spätere endfällige Tilgung anzusparen. Die Zinsen bleiben dann über den gesamten Finanzierungszeitraum konstant und damit auch die Möglichkeit des Schuldzinsenabzugs. Bei der Auswahl der Anlageform für die Tilgungsrate kann Sarah zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Entweder besonders ertragsorientiert, ausgewogen oder eher sicherheitsorientiert. Auf Wunsch kann sie sogar eine Zielgarantie vereinbaren, sodass die erforderliche Summe zur geplanten späteren Entschuldung garantiert angespart wird. Klingt gut, meint Sarah. Sie fragt sich aber, wie sie parallel ihr Eigenheim finanzieren und bei den hohen Belastungen noch etwas fürs Alter oder die Ausbildung ihres Sohnes zurücklegen sollen. Dafür bietet das Praxiskonzept Vario der Deutschen Ärzteversicherung die perfekte Lösung. Aber der Reihe nach. Sarah gründet ihre Praxis und benötigt dafür ein Darlehen über 200.000 Euro. Das Eigenheim, das in absehbarer Zeit folgen soll, wird noch einmal ca. 300.000 Euro kosten. Während die Zinsen bei der Eigenheimfinanzierung eben nicht das zu versteuernde Einkommen senken, lassen sich die Zinsen für die Praxisfinanzierung als Betriebsausgaben steuerlich absetzen und mindern somit die Steuerlast. Folglich ist es also vorteilhafter, mit einer Tilgung zunächst die privaten Darlehen, zum Beispiel das der Eigenheimfinanzierung, zu bedienen und lieber die Zinsbelastung aus den Praxisdarlehen vorzuschreiben. Wie wirkt dabei das Praxiskonzept Vario der Deutschen Ärzteversicherung? Zum Ende der 15-jährigen Finanzierungslaufzeit, Sarah ist dann 50, wird das angesparte Kapital nicht zwingend zur Entschuldung der Praxis eingesetzt, sondern kann auch zur Entschuldung des Eigenheims eingesetzt werden.
In diesem Fall könnte Sarah dagegen weiterhin den Steuervorteil aus dem Schuldzinsenabzug in Anspruch nehmen, indem von vornherein mit der APO-Bank eine über das 15. Jahr hinausgehende Laufzeit des Praxisdarlehens, zum Beispiel bis zum 62. Lebensjahr, vereinbart wurde. Die Summe, die sie bis dahin aus den Quellen Sparraten, Steuervorteile und Wertentwicklung ihrer Anlage aufgebaut hat, kann im Praxiskonzept Vario flexibel entnommen werden. Zum Beispiel für die Finanzierung von Tims Ausbildung oder für einen lange gehegten Wunsch. Am Ende der Laufzeit reicht die Ansparsumme im Idealfall nicht nur für die Entschuldung der Praxis, sondern auch als Grundstock für ihre Altersversorgung. Mit der Gewissheit, dass Sie mit dem Praxiskonzept Vario nun eine Lösung haben, mit der Sie Ihre vielfältigen Ziele besonders flexibel erreichen können, gehen die drei nach Hause. Ihre Zukunftsaussichten sind traumhaft, aber schon bald Realität.